Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Morgens Jakob von den Frakta und ich bin in Shadowgate. Das ist ein Remake von einem mittlerweile ziemlich alten Spieleklassiker, den ich aber tatsächlich damals nicht gezockt habe. Also ich kann euch jetzt gar nicht so viel erzählen über den über Shadowgate von Anno dazu mal. Weiß gar nicht, warum ich das damals nicht gezockt habe. Mit irgendwelche gute Gründe gehabt habe. Entweder war es mir zu teuer, ich habe was anderes in der Zeit gezockt. Tja, wie auch immer, schauen wir uns mal das Remake an. Choose your difficulty. Bla, Rhabarber, ja, ist man doch. Ich habe die Musik ausgemacht. Offensichtlich liegt die Videotonspur auf der Musik drauf. Beziehungsweise auf der Musikspur liegt die Videosound. Ich lerne es aber auch echt nicht, oder? Wir sind jetzt irgendwie so ein bisschen im Rotkäppchenwald, oder? Ja gut, das sieht jetzt eh nicht so aus, ob das großartig ist. Ich nehme mal, da ist jetzt eben so eine ominöse Sprecherstimme dazu, irgendein Gedudel. Das Gedudel wird wahrscheinlich so nur Stress auslösen. Ganz großartiges Geschwafel, das man aus den 80er Jahre Fantasy-Spielen, wie zum Beispiel HeroQuest, kennt. Wobei HeroQuest ja im Prinzip ein Vorläufer von Warhammer Fantasy ist. Deshalb ist das so ein großartiges Geschwafel. Jedes Mal wieder, wenn ich das Spiel aufbaue. Hey you, it's me, the Skull. Wunderbar. Click on the take command. Thanks, I've been stuck here for ages. You can call me Eric. Ja, alles klar. Jonas, number of buttons from the one that top. Mann, los. Gut, da erinnere ich mich noch vage. Bei den alten Spielen war das natürlich so ein ganz, ganz krassliches Fenster. In der Mitte war da wahrscheinlich so ein Bild, ja, so ein kleines Fenster mit Bild und rechts war ein großes Fenster und da waren die ganzen Befehle. Also so war das fast immer eigentlich die Anordnung. Das ist so ein Klassiker gewesen. Ja, da war okay, take that. Das hat wiederum gerade irgendwas im Bimmel. Oh Mann, jetzt habe ich mich aber übel zerschluckt. Also keine Ahnung, keine Aktie, ich verende jetzt nicht direkt vom Bildschirm.
Gut, ist vielleicht ein bisschen umständlich gemacht, aber das ist einfach im Geiste des Remakes womöglich. Was a fool to send a child to do that which even the vaunted Circle of 12 could not. Contain my growing power. Come if you wish. It makes little difference. Seal your fate within this living castle of the dead. Ja, es ist ja erfreulich, gell?
Ich hoffe, wir haben es uns auch vorher gemerkt. Super Hilfe, Jorik. Ich bin begeistert. Well, that escalated quickly. Ja, so waren die alten Spiele, die waren gnadenlos, ja, das war kein Mainstream-Wohlfühl-Gedaddel. Wo immer heißt so, ja, mach dir nichts draus, probier doch nochmal. Nein, da ist man tot. Ich hätte wohl speichern sollen. Naja, skip. Och nö, ich will das jetzt nicht alles nochmal machen. Och Manno. Okay, ich unterbreche kurz die Aufnahme, während ich das alles nochmal durchklicke. Bis gleich. So, here we go again. Ja, da sind wir wieder. Okay. Diesmal machen wir nichts mit den Kerzen. Wir sind ja nicht doof. Aber die Fackel nehmen wir mit. Und die auch. Wobei... ich glaube, das lassen wir jetzt einfach mal in Ruhe. Gehen wir rechts rum. Okay. So, jetzt machen wir wie Gandalf, ja? Welcher Gang riecht am besten? Es schrabbelt links. Ich weiß.
wir sollten nichts aus dieser Kammer nehmen, bevor wir nicht irgendwie einen Zauberspruch haben, um zum Beispiel unsichtbar zu machen. Vielleicht ein Ring. Hat sich bewährt bei Drachen. Ein Ring anziehen, der unsichtbar macht. Dann reichen sonst zwei immer noch, ja, uns kleine Diebe. Aber, ja, cool. Aber ich würde trotzdem sagen, wir machen unseren ersten Cut, oder? Wir kommen hier bei Gelegenheit wieder her. Ist auf jeden Fall ein sehr oldschool Dungeon Crawler, was ich bis jetzt so sehen kann. Vielleicht ist das der Grund, dass ich das damals nicht gespielt habe. Ich hatte damals schlechte Erfahrungen mit Dungeon Crawlern gemacht. Im Sinne von, man hört nicht mehr auf zu spielen. Nee, keine Ahnung, warum ich das damals nicht gezockt habe. Wie auch immer, das sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Ein sehr klassisch gemachtes Remake mit den Kommandos oben. Also jeder, der die alten Adventures gespielt hat, kennt diese Kommandos. Das war im Prinzip das klassische System, bevor man im Prinzip Click-and-Point-Adventures hatte. Also alle alten Adventures hatten genau das gleiche System mit Use, Look, Talk, bla bla bla. Ja. Also das ist ganz, ganz klassisch. Schön, dass sie das auch wieder so verwendet haben. Auf jeden Fall sehr nostalgisch. Nee, also gefällt mir das Spiel. Ist aber, denke ich, eher doch was für Leute, die tatsächlich Interesse haben, so alte Spiele zu spielen. Ich glaube, für die moderne Generation, also was die moderne Generation, für so Casual Gamer, die wirklich Grafik, Feuerwerk und herumgerenne und draufgeschlag und rumgeballer wolle, für die, ich glaube, denen schlafe die Füße dabei ein. Ja. Das ist, ich glaube, das ist wirklich so ein Spiel für so Leute wie mich. Ja? Alte Menschen. Ja, wenn ich Spaß an sowas noch habe und sich halt erinnern, wie es war, vor vielen, vielen, vielen Jahren so ein Spiel zu spielen. So, also ich würde trotzdem sagen, wir kommen ja bei Gelegenheit wieder her. Jetzt aber erstmal weiter im Text, ja, im Fractal Games Archiv. Auf zum nächsten Spiel, wenn es vorangeht. Wir sehen uns wieder. Macht's gut. Bis bald. Tschüss.